Oh, das ist eine gute Frage. Boah, keine Ahnung, ich kenne gar keinen. Grinch. Grinch, genau. Mein Weihnachtsfilm ist eigentlich kein typischer Weihnachtsfilm, sondern mehr zum Jahresende hin, nämlich Dinner for One, wie viele Leute in Deutschland. Ne? Love Actually, obwohl das eigentlich ein Liebesfilm ist, aber ich finde ihn total schön, weil das auch in der Weihnachtszeit spielt und Lieder dazu und so, ja. Ja, diese Kinderfilme, Disney-Filme jetzt, speziell zu Weihnachten fällt mir keiner ein, aber so Disney-Filme, ja, laufen ja auch immer zu Weihnachten viele. Ui, die Muppets Weihnachtsgeschichte, auf jeden Fall. Raclette wird es bei uns geben. Typisches Essen bei uns in der Familie, Königin-Pastetchen. Und da freuen wir uns drauf. Das richtige große Essen ist dann am ersten Feiertag. Also es ist so, ich bin jeden Tag hier am Weihnachtsmarkt, bis zum 30. Dezember sogar. Von daher eigentlich nur Weihnachtsmarktessen. Maronen gehören dazu natürlich und Kekse, Vanillekipferle, so. Das ist typisch Weihnachten. Ganz, Knödel, Rotkohl, sowas. Bei uns gab es immer so gefüllte Pasteten. Ziemlich lecker. Leber, glaube ich, ja. Frieden und Gesundheit für alle. Ach, das, was eigentlich sich alle wünschen, nämlich Gesundheit. Und dass es eigentlich mindestens genauso gut geht wie derzeit. Ne? Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass man halt zufrieden ist und glücklich mit dem Leben, das man führt. Also, dass man sich nicht gezwungen fühlt, ein Leben zu haben, was man gar nicht haben möchte, was Arbeit angeht oder Beziehungen oder dass man selber halt entscheiden kann, was man machen möchte. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Dass wir alle gesund bleiben und nicht arm werden. Ja, Gesundheit eigentlich am meisten. Geschenke brauche ich keine. Also, das Typische halt, Weihnachten ist das Fest der Liebe, da sollte man irgendwie Frieden auf der Welt haben. Und für mich, also ich verbringe Weihnachten einfach gern Zeit mit meiner Familie. Das, den Rest des Jahres kaum Zeit zu. Und Weihnachten kann man dann dafür nutzen.